und zwar. So, gehörst du zur. Ich will sie jetzt gerne mal finden. Eine Möglichkeit, wo es auftauchen kann hier. Okay. Okay, nicht so allzu weit weg. Na gut, okay. Hast du denn heilig noch von das Pokémon gemerkt? Und da wir auf der Route 205 sind, auf der Route 206 finden wir mein erstes Team, mein nächstes Team. Also nicht mehr allzu lange. Vielleicht in der übernächsten Folge. So, wir wollen jetzt hier kurz den Wandervogel mitnehmen. Der möchte nämlich jetzt gleich bekämpft werden. Es liegt ein weiter Weg zwischen Flori und Liebe, genau. Ich habe Zeit für einen Kampf. Ich möchte auf jeden Fall mein zweites Team mitnehmen, bevor ich den zweiten Orden umgehe. Zweiten Orden, das könnten noch zwei bis drei Folgen sein. So, Kleinschein auf jeden Fall ist der mit seinem Gegner, und zwar bei einem Camper, und zwar Camper 7. Anscheinend war jetzt unsere Aquafinerin nicht so die Mega-Herausforderung. Luftstrahl, du bist eine Wasserattacke. 65. Ja. Ist vom Typ her dasselbe, also quasi speziell. Also hoch mit dem. Also weg mit der Aquafinerin und Luftstrahl rein. So. Ah, Moment. Nicht hier. Ah, doch, ja, kann ich klar. Jetzt muss ich hier ganz kurz das hohe Gras. Und hier noch eine junge Dame, die möchte auch noch kämpfen. Hallo? Ich frage mich, welche Pokémon in dieser Gegend findet. Pachirisu, Bidiza, Barmelin und. Ich hab's gerade vergessen. Ach du Scheiße, ich habe ja meine Fähigkeiten. Also, Scheinung ist auf jeden Fall. Ja, die falsche Vergiftung, ne? Chirisu. Ach, du mit deinem scheiß Elektro-Pokémon, ne? Du hast gerade schon ein Shining-Skull, jetzt hast du ein paar Chirisu. Jetzt lass mir dieses paar Chirisu nicht irgendwie irgendwelche Elektro-Kacke können. Also zurück zu Keep ein. Und wird weggeblubbert. So, Peng, die Picknickerin ist besiegt. Was für ein Schock! Wie konntest du verlieren? Ja, indem du einfach den kürzeren gezogen hast. Die kürzere. So, ich muss noch ganz kurz mein Team heilen. Weil. Ja, Piprin. Diese scheiß Giftdorn. Ein bisschen was mitbekommen hat. Dazu sammle ich diese Sinebären erstmal ein. Und nochmal die Persifbären. So, ein Pokéball. Ja, ob das jetzt wert war, weiß ich nicht, aber. Nun ja. Und wieder ein Wanderer. Ausgerechnet hier muss ich mich verlaufen. Ich weiß es jetzt nicht. Eigentlich verläuft man sich jetzt auch schwierig. So, Nathan hat er. Ein Onix. Ja, Kleinschein, Onix und nach Rollo sind so normalerweise die typischen Pokémon von Wanderern. So, ach du hast so Robustheit. Ja,
Aua. So, hier frei. So, weg damit. So, Nathan ist besiegt. Oh, das will ich die Orientierung und dann den Kampf. So, und dann haben wir hier noch eine Kämpferin. Und aber vorher erst noch ein Item zu finden. Und zwar eine Sprühdose Schatz. So, du hast bestimmt ein cooles Kampf-Pokémon. Irgendwie eine Rolle oder sowas. Hey, beim Kampf kann ich keine Nachsicht. Ich wollte jetzt Nachtschicht oder Nachtisch lösen. Sag mal, ich verfressen bin. Was hätte ich als die Machrolle? Okay. Ja gut, es ist eine Kämpferin. Es war mir auch nur klar, dass er in einem Kampf-Pokémon kommt. Pizza. Ja, ich steck noch ein bisschen weg. So, Level Up auf jeden Fall für einige unserer Pokémon. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, welches. Ich glaube, Liebrin hat einen mitgekriegt. Nee, Luxio. Für 17. So, dann haben wir hier noch eine junge Dame, die mit uns kämpfen möchte. Eine Kämpferin. Ich bin noch unschlüssig. Soll ich mich ein bisschen amüsieren? Nur so wissen, ob du das letztendlich machst. Oh, das ist ein Glimmer. Du hast ein Glimmer. Hätte ich jetzt eigentlich nicht wirklich gerechnet. Mit Kaltau kann ich mir den Glimmer kaufen. Also kann es ja nur über Pizza gehen. Kaltau kann ich nicht einsetzen. Gegen Wasser-Pokémon. Soll das nicht neutral sein? Ich wollte es eigentlich klappen. Aber schauen wir nicht. Ja, ich komme trotzdem jetzt auf Blumenstrahl, weil ich muss ja durch den Heuler auf jeden Fall speziell gehen. Also keine Fähigkeit, die Wasser halt. Es gibt nämlich Pokémon, die haben nämlich eine Fähigkeit, ich weiß aber gerade nicht, wie ich weiß. Ich glaube, die heißt H2O-Absorber. Da können sich ein Pokémon, wenn du es mit einer Wasserattacke angreifst, kann sich dann heilen dadurch. Meine H2O-Absorber ist die. So. Level 17 für Staravia. Wie gemein. So. Ja, heute auch sind wir eine etwas kürzere Folge. Dafür wird die nächste wieder ein bisschen länger. So. Wir müssen noch mit den Leuten quaddeln. Du siehst müde aus. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Ja, klar, gerne. Klar, freue ich mich zum Pokémon Center zurück. Hier könnt ihr übrigens euer Team heilen, wenn ihr die Route absolviert habt. Und deine Pokémon sind wieder richtig erfrischt aus. Glaubst du? Du schaffst es ganz allein schon in dem Wald? Na, ja, stimmt. So, liebe Leute. Und da steht noch jemand. In ewigem Wald leben viele Gift-Pokémon. Ich habe kein Gegengift gekauft. Mein Gott. Was mache ich denn jetzt nur? Gehe ich weiter und kehre ich lieber zurück? So, kommen wir da oben eigentlich weiter? Ne, können wir nicht. Schade. Damit kämen wir um den ewigen Wald herum. Deswegen müssen wir den auf jeden Fall machen. Trotzdem sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und dann erkunden wir den Ewigwald. Ewigwald, nicht Ewigenwald. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Erkundungsreise. Route 205 ist Geschichte. Das Team ist fit und geil. Und heute geht es in den Ewigwald und nicht Ewigenwald. War den Ewigwald zwischen Flori und Ewigenau. Deswegen habe ich Ewigenwald.
Ja, und da ist diese junge Dame, die uns hier vorne schon empfängt. Hallo, mein Name ist Reißer. Und du bist? Oh, du hast also Kev. Ich freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hör mal, dürfte ich dich immer gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald, aber so ganz allein habe ich zu viel Angst. Hier sollen nämlich einige zwielichtige Gestalten herumlungern, die sich Team Galaktik nennen. Zusammen ist man weniger allein, heißt es doch. Lass es den Wald also gemeinsam durchqueren. Du gehst gemeinsam mit Reißer weiter. Na dann. Ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Also, sie scheint unser Team zu heilen. Das scheint wohl unsere Partnerin zu sein. Und das heißt, wir haben sie jetzt an der Backe. Oh, mein Pokémon wurde vergiftet und kann da nicht derzeit nicht kämpfen. Ich wusste, ich hätte mehr gegen giftige Pokémon zu machen. Kopf sollen. Cool, dann gehst du einfach hier raus und quatsch mit dem anderen Typen, der daneben ansteht. Der hat nämlich genau das gleiche Problem. So, apropos, hier liegt ein Gegengift. Und ein wildes Pokémon. Und zwar ein Kramux und ein Waumpel. Moment. Moment. Das ist jetzt gerade mal. Ah, wie sieht mein Team aus? Planänderung. Planänderung. Und zwar habe ich eigentlich ein anderes Pokémon geplant in bei mir im Team. Weil ich eigentlich die Anedition kaufen wollte. So, jetzt taucht tatsächlich ein Kramux auf. Und Kramurks habe ich eigentlich. Wollte ich eigentlich erst das Team nehmen? War ja der ursprüngliche, war das ursprüngliche Team, ein ursprüngliches Teammitglied. Und dann habe ich mir geguckt, wie die Pokémon aussehen. Dachte ich mir, scheiße, weil ich wollte leuchtende Perle kaufen. Statt strahlender Diamant. Und der leuchtende Perle gäbe es kein Kramurks. Das gibt es tatsächlich nur ein strahlender Diamant. Also wird das tatsächlich der Fall jetzt sein, dass ich mir Kramux fange und Kramux als mein unerwartetes zweites Teammitglied mir ins Team holen werde. Es war, wie gesagt, eigentlich komplett anders geplant. Es war tatsächlich dann, weil es einfach nicht gäbe, gab es, habe ich ein anderes Unicht-Pokémon geplant, das ich jetzt natürlich rausnehme. Und ich glaube, das Problem ist, tut sich gleich auf, dass ich ein anderes Pokémon von mir ersetzen muss. Also, herzlich willkommen im Team Kramux. Auf jeden Fall, ich werde mir erstmal dieses Waumpel kassieren. Das brauche ich jetzt nicht. Und ich hoffe, dass Reißer dem Kramer wird nicht allzu viel reaktiv. Und dann gehört das mir. Und dann schmeiße ich auch ihr Staravia gleich raus aus dem Team. Auch aus dem vorläufigen Team. Kramer, wie gesagt, ist ein Teammitglied von mir. So. Das ist ein Säuseltier. Also, Pokéball rein und Kramer zum Team. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das Pokémon auftaucht. Das war, wie gesagt, eigentlich immer ein anderes Pokémon. Ich fand nämlich Kramchef, die Weiterentwicklung Kramus, finde ich wirklich extrem cool. Ich wollte es ins Team nehmen, wie gesagt, ich habe es euch gerade erklärt. Eigentlich, wie gesagt, war Leuchtende Perle das ursprüngliche Plan, schon strahlender Diamant. Und da ich diese Saison spiele, kann ich jetzt tatsächlich wieder erwarten, Kramus ins Team nehmen und aber herzlich willkommen. Und es ist eigentlich ursprünglich nicht das geplante Pokémon. Das heißt, das nächste Pokémon, was ich als zweites Teammitglied jetzt fangen wollte, irgendwann auf der Route des Monats 6, wird mein drittes Team kriegen. Aber wie gesagt, herzlich willkommen im Team mit Makramux. Ja, cool, so einfach geht das. Ihr braucht eigentlich kein Flug-Pokémon ins Team zu nehmen. Durch diese VR-Map. Aber doch, ich hab Bock drauf. Wir werden spielen. Damit werde ich Kramux reinziehen ins Team und dafür Staravia aus dem Team rauswerfen. So, gut. Jetzt quatsch mal mit Reißer, das ist. Wenn du mal nicht jetzt neben mir. Gut, ist jetzt das Pokémon geheilt? Ja. Ah, nerv mich nicht. Okay, egal. Gut. Hier oben ist ein Moosstein. Hier könnt ihr Evoli zu Fuddlipuff entwickeln. Also. Ich bin gerade happy.
Ich hätte nicht mit gerechnet, dass ich jetzt so schnell einen diesen Kramungs finde. Weil wie gesagt, da habe ich eigentlich gar nicht danach gesucht. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant. Das war eigentlich mehr oder weniger wirklich Zufall. Das passt auch perfekt von selbst und meinem Geschlecht her. Ich achte ja immer aufs Geschlecht ein bisschen. Und Kramungs ist für mich typisch das männliche Problem. So, okay.